Hallo und herzlich willkommen zur Stundenplanerstellung im Zweifach-Bachelor Geschlechterforschung an der Georg-August-Universität Göttingen. Bevor wir beginnen, einmal nochmal kurz die Übersicht für den Zweifächer-Bachelor. Dieser umfasst insgesamt 180 Credits und wird idealerweise in 6 Semestern Regelstudienzeit absolviert. Dann beinhaltet es 66 Credits für das Fach Geschlechterforschung und die anderen 66 Credits für euer zweites gewähltes Fach. Dazu kommen 12 Credits für die Bachelorarbeit und 36 Credits im Professionalisierungsbereich. Der Professionalisierungsbereich fällt bei der Geschlechterforschung im Profil der Fachwissenschaft, denn Geschlechterforschung kann nicht im Profil Lehramt und somit im Lehramtsstudiengang gewählt werden. Im Profil Fachwissenschaft haben wir im Allgemeinen einmal das Profil Fachwissenschaft, das um 18 Credits umfasst, und die Schlüsselkompetenzen, die zudem auch 18 Credits umfassen. Im Allgemeinen empfiehlt es sich eher, Schlüsselkompetenzen ab dem zweiten Semester zu machen, und nicht bereits im ersten Semester, sondern im ersten Semester erst einmal die Pflichtmodule zu absolvieren, anzukommen, auszuprobieren. Und später ist noch genug Zeit, um Schlüsselkompetenzen zu erreichen und dahin weiter andere Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlernen. Genau, kommen wir zurück zu eCampus und zwar zu StudIP, wo wir uns jetzt befinden, und dann habt ihr hier einmal den Reiter Veranstaltung. Wenn ihr dort draufklickt, könnt ihr sehen, in welche Veranstaltung ihr bereits eingetragen seid oder bei welchen ihr auf Warteliste Plätzen steht. Dann hier einmal den Planer, dort ist euer Stundenplan. Das ist immer ganz gut, wenn man beim Stundenplan erstellen den offen hat, wenn man so koordinieren muss, welche Seminare reinpassen, was nicht. Und gerade wenn man dann noch ein zweites zusätzliches Fach hat, ist das gar nicht so schlecht, den immer noch einmal zusätzlich offen zu haben. Und hier haben wir die Suchleiste. Dann kann man einmal den Stundenplan, genau wie gesagt, mit StudIP erstellen oder mit IPS2. Dort kommt ihr hin, wenn ihr hier auf weitere Dienste und dann auf IPS2 klickt. Und die Plattform für IPS2 sieht dann so aus. Und hier habt ihr einmal rechts eine Suchleiste und dort gebt ihr dann immer eure gewünschten Module ein, und hier habt ihr einmal eine Übersicht für eure Semester und könnt hier dann immer sehen, die Module, die ihr auswählt, wie viele das sind, wie viele ihr davon bestanden habt, wie viele Credits, also ECTS, das sind die Credits, ihr erreichen wollt, wie viele ihr erreicht habt und wie viele es insgesamt sind. Hier an der Seite bei den drei Strichen kommt ihr dann nochmal zu einer Übersicht von eurem Durchschnitt und auch zu euren Modulhandbüchern bzw. eurer Prüfungsordnung. Denn die Prüfungsordnung bzw. Modulhandbücher verändern sich ab und zu. Und wenn ihr hier draufklickt, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kommt auf das für euren Start richtiges Modulhandbuch und richtige Prüfungsordnung. Ihr könntet natürlich auch über das Studienfach der Geschlechterforschung und dann hier auf das Modulverzeichnis und die Prüfungsordnung kommen oder über das Studienbüro der Sozialwissenschaftlichen Fakultät, und zwar hier unter Ordnungen. Und hier sieht man zum Beispiel, dass es ein paar verschiedene Ordnungen und Modulverzeichnisse gibt, weshalb es so eigentlich am sinnvollsten ist, wirklich über IPS2 dort drauf zu klicken. Das aktuellste ist auf jeden Fall das von 2019, und es sieht dann so aus, wenn wir da draufklicken. Wir kommen dann beim Runterscrollen einmal zum Inhaltsverzeichnis, und das bietet gleich eine gute Modulübersicht. Und scrollen wir weiter, so kommen wir gleich auf das Kerncurriculum
mit den Pflichtmodulen BG von 01, Theorien der Geschlechterforschung und BG von 02, Methoden der Geschlechterforschung. Wenn wir das hier online haben, dann können wir auch auf das gewünschte Modul draufklicken und sehen auch gleich eine Übersicht, und zwar zu den Lernzielen, den Kompetenzen, was ich alles machen muss, was ich für Vorleistungen machen muss, haben muss, so, und welche Prüfung dort gemacht wird, also hier ein Referat oder eine schriftliche Ausarbeitung oder mit schriftlicher Ausarbeitung oder eine Hausarbeit oder eine Klausur als Beispiel. Genau. Ach so, öffnen wir nochmal unser Modulverzeichnis. Wie schon gesagt, haben wir hier unsere Pflichtmodule, die insgesamt 22 Credits umfassen. Und man sagt immer so, 30 Credits im Semester sollte man anstreben, plus minus. Und ihr hättet sozusagen, wenn ihr bereits beide Module im ersten Semester absolvieren wollt, 22 Credits, könntet dann die anderen 8 Credits sozusagen mit eurem anderen Fach belegen. Wenn ihr aber über die 30 Credits etwas hinauskommt, ist das auch nicht schlimm. Und wenn ihr sagt, ach, zwei Sachen in GEFO sind mir jetzt ein bisschen wenig, ich möchte irgendwie noch mehr machen, dann wäre es am sinnvollsten, sich zu überlegen, ob man nicht dann im Bereich der fachwissenschaftlichen Profil ein kleines Seminar macht, anstatt eins von den großen, was wieder 10 Credits umfasst und somit einen größeren Aufwand bedeutet. Hier, das sind eure Wahlpflichtmodule, die empfehlenswerterweise ab dem zweiten Semester dann gemacht werden und die kommen auch später im Bereich des fachwissenschaftlichen Profils in Wahlpflichtmodul 1 nochmal auf. Das heißt, wenn ihr dieses Wahlpflichtmodul machen würdet, würdet ihr zusätzlich zu den vorher bereits im allgemeinen Wahlpflichtmodul belegten Modulen noch weitere absolvieren oder ihr wählt das Wahlpflichtmodul 2 und dort könntet ihr dann Genderkompetenzen 1 oder Genderkompetenzen 2 wählen. Und hier ist es auch dann so, dass ihr die beiden Module bzw. Seminare mit 4 Credits belegt sind und das da kann man sich dann schon mal überlegen, das sind dann auf jeden Fall das ist auf jeden Fall etwas weniger Aufwand als die 10 Credits in dem anderen Bereich. Genau. Also hätten wir dann, wenn wir im ersten Semester BG von 01, BG von 02 und beispielsweise Gender Kompetenzen 1 belegen wollen, insgesamt 26 Credits. Und das ist voll okay. Und dann könnte man entweder die anderen Credits noch mit seinem zweiten Fach ausfüllen oder genau, man macht erstmal nur die drei Sachen. Kommen wir zurück zu StudIP, weil wir jetzt erst einmal anfangen, über StudIP den Stundenplan zu erstellen. Und zwar gehen wir dafür auf Suche und auf das Veranstaltungsverzeichnis. Und dann kommen wir zu dem Bereich, also nicht so wie jetzt, also Veranstaltungsverzeichnis, und dann sind wir hier im Vorlesungsverzeichnis. Genau, da klicken wir dann aufs Vorlesungsverzeichnis fürs Wintersemester 2021, dann auf die Sozialwissenschaftliche Fakultät, Bachelorstudiengang, und dann sind wir hier bei Geschlechterforschung. Haben wir hier einmal die Übersicht. Wir gehen einmal aufs Kerncurriculum und auf die Pflichtmodule, weil wir uns jetzt entschieden haben, eins von den Pflichtmodulen zu machen, beziehungsweise beide. Und sehen dann hier BG von 01, Theorien der Geschlechterforschung und BG von 02, Methoden der Geschlechterforschung. Wir klicken einmal auf eins der beiden drauf. Hier sehen wir, ah, okay, einmal gibt es Vorlesung oder Seminar und einmal gibt es Seminar. Das heißt, insgesamt
muss ich hier was und hier was von belegen. Ich drücke jetzt einmal hier drauf und wir kommen zu einer guten Übersicht von den angebotenen Vorlesungen bzw. Seminaren. Hier ist es auch ganz praktisch, ihr seht nämlich immer, wann die stattfinden und wenn ihr dann bereits andere Sachen in eurem Planer habt, könnt ihr immer vergleichen, ob das noch reinpasst und dafür ist das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Gehen wir einfach mal auf die Veranstaltung drauf, dann sehen wir hier auf der linken Seite Zugang zur Veranstaltung oder nur im Stundenplan vormerken. Wir sehen hier, wie viele Teilnehmende eingeschrieben sind für die Veranstaltung, wie viele es maximal gibt und wie viele Warteliste-Einträge es bereits gibt. Dann sehen wir hier nochmal die Termine und hier ganz unten sehen wir einen Inhalt. Genau. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde, würde ich entweder automatisch in die Veranstaltung hinzugefügt werden oder jetzt im Beispiel dieses Seminars auf die Warteliste hinzugefügt werden. Da könnte ich dann wieder hier über den Reiter Veranstaltungen meinen Wartelistenplatz einsehen. Oder ich drücke nur im Stundenplan vormerken und dann komme ich automatisch zu meinem Stundenplan und sehe hier, dass das Seminar vorgemerkt wurde. Machen wir das Ganze über IPS 2. So haben wir hier die Suchleiste und geben BGV01 ein und dann ploppt es gleich auf und wir klicken einmal drauf und dann haben wir auch hier wieder eine Übersicht. Wir haben eine Übersicht der Credits, wir haben eine Übersicht der Dauer und der Angebotshäufigkeit und können hier nochmal auf die Modulbeschreibung drücken und dann öffnet sich dieser Reiter, wo wir wieder sehen können, was verlangt wird, was gefordert wird, was für Vorkenntnisse man braucht. Genau, würden wir hier runter scrollen, dann könnten wir auch sehen, zu welchem Bereich der gehört. Hier der Pflichtmodulbereich, welche Prüfungstypen es gibt, also im Grunde das, was wir ähnlich schon mal eben in der Modulbeschreibung gesehen haben und welche Seminare es gibt. Hierbei können wir jetzt leider nicht sehen, von den Zeiten her, wann die Seminare sind, sondern nur eine allgemeine Übersicht. Könnten jetzt aber zum Beispiel hier auf das Seminar wieder draufklicken. Es würde sich wieder in StudIP öffnen und wir wären wieder hier in der Übersicht, könnten uns informieren über das Seminar, ob uns das gefällt und könnten jetzt zum Beispiel hier uns einen von diesen Reitern aussuchen, dort draufklicken und würden dann hier wieder zu einer Übersicht kommen. Sinnvoll ist es aber hierbei, wenn wir uns einen Reiter aussuchen, dass es auch der für unseren Studiengang passenden Reiter ist, weil es dann möglich sein kann, dass vielleicht nicht alles angezeigt wird. Aber wenn es wichtig für einen ist, dass man nochmal die Übersichten mit den Zeiten hat, macht das auf jeden Fall Sinn, sich dort die zu holen und könnte dann halt mit beiden, also mit StudIP und mit IPS 2 arbeiten und müsste nicht immer draufklicken, dann öffnet sich es wieder neu, draufklicken und so weiter, sondern hätte dann einmal die Übersicht und könnte schauen, was am besten passt. Dann kann ich hier auf Merken drücken oder auf Teilen und theoretisch, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, wäre hier noch der Bereich im Plan einfügen. Und dann würde das in meinen Plan eingefügt werden. Man könnte das jetzt beispielsweise nochmal nur zur Übersicht anhand eines anderen Moduls machen. Genau, so. Jetzt nur zu einem Beispiel. Hier ist jetzt der Bereich in Plan einfügen. Und man kann durch das Draufklicken das in den Plan einfügen. Und jetzt kommt es für 2020, 2021 ist es jetzt hier in meinen Plan eingefügt. Hier kann ich sehen, wie das Modul heißt, wie den Namen dazu und die Creditanzahl. Und was bei IPS 2 auch noch ganz schön ist, eigentlich geht man davon aus, wenn man eine so eine Reihe voll hat,
dann ist man bei 30 Credits und das ist ja immer das Ziel in einem Semester, ungefähr 30 Credits. Das heißt, mit diesen drei Modulen wäre ich jetzt schon voll für das Wintersemester. Mehr bräuchte ich gar nicht machen. Genau, und so könnte ich das jetzt auch machen mit dem zweiten Modul BGFO 02, würde das hier wieder eintippen, dann würde es mir wieder angezeigt werden. Ich könnte mir hier wieder anschauen, welche Sachen es gibt. Ah, okay, hier ist es eine Ringvorlesung, die angeboten wird. Würde ich wieder draufklicken, komme zu StudIP und könnte mich in die Veranstaltung eintragen. Und dann werde ich auch nochmal gefragt, ob ich mich wirklich anmelden würde. Da würde ich dann auf Ja klicken und bin angemeldet und kann jetzt wieder über meinen Planer sehen, hier ist die Veranstaltung eingetragen. Genau. Und das ist im Grunde alles, wie ihr euch den Stundenplan erstellen könnt. Also so ungefähr oder auch nicht würde er dann zum Schluss aussehen. Ihr könnt hier immer sehen, wenn da so ein rotes Kästchen dran ist, dass diese Veranstaltung nur vorgemerkt ist und ihr nicht eingetragen seid. Und ihr könnt auch nach Belieben die Farben ändern. Falls ihr gerade im Zweifach-Bachelor das ein bisschen geordneter haben wollt, dann habt ihr für euer eines Fach halt zum Beispiel grün und für das andere Fach zum Beispiel lila. Genau, das ist im Grunde alles. Nochmal zusammengefasst, für das erste Semester Geschlechterforschung macht es am meisten Sinn, die Pflichtmodule zu absolvieren, also Methoden der Geschlechterforschung. Genau, einmal hier nochmal zurück, also Methoden der Geschlechterforschung und Theorien der Geschlechterforschung. Und wahlweise, wenn jemand noch mehr machen möchte, dann Genderkompetenzen 1. Darüber hinaus geht es natürlich auch, aber wird nicht empfohlen. Also lieber die beiden erstmal und wenn man möchte, dann lieber noch Gender-Kompetenzen 1 anstatt 1 von den größeren Seminaren. Und die dann lieber ab dem zweiten Semester. Genau, das war es dazu. Falls es noch Fragen gibt, gibt es die Möglichkeit, sich beim Studienbüro zu melden oder bei der sozialwissenschaftlichen Orientierungsphase. Und es wird auch im Laufe der Orientierungsphase noch Möglichkeit geben, bei Rückfragen sich an uns TutorInnen zu wenden und nochmal nachzufragen. Sonst hoffe ich, es wurde alles verstanden. Und wünsche einen guten Start in das Wintersemester 2020, 2021 und alles Gute und viel Spaß an der Uni Göttingen.